könnte einfach einen Helfer einstellen, dann brauche ich nichts machen. Ich nicht jeder. Alter, ist ja der Schlepper noch zu schwach für die Seemaschine, ey. Wie der sich hier quälen muss. Okay. Was machen wir dann, wenn du das den Helfer machen lassen würdest? Nix. Okay. Der Chef höchstpersönlich macht einfach mal nichts. Oh Gott, Alter. Ich hätte gerne einen Fahrspurassistenten. Du musst aber Geld rankratzen. Ja, mach ich je. Was setzt sich überhaupt? Nein, wir brauchen hier also BGA, der Häcksler kostet 250. Ja, wir warte mal. Wir haben Kredit von 125. Was setzen wir denn? Und wir brauchen noch ein Feld. Was pflanzen wir denn? Feld können wir nicht mieten. Na gut, wir können aber unser Feld erstmal nutzen. Was pflanzen wir, Junge? Weiß ich nicht. Ja, sondern ob der Weizen die Kacke gut ist. Ja, das macht dir viel Geld. Es ist halt irgendwie volumenmäßig riesig. Naja. Bringt aber nichts. Haben wir normal Raps, oder? Bringt mir was. Raps. Ja, Raps ist einmal so schlecht. Oder wir nehmen halt Sonnenblumen. Oder Erbsen. Erbsen sind gute Geschäfte. So, warte mal. Seemaschine einschalten. Ich glaube, Erbsen können wir nicht ernten. Aufstellen, Geräte wechseln. G. Abkoppeln, der weiter Gewicht. Aufstellen, Geräte, Auswahl. Wechseln, der Moment. Wo kann man da Dings? Saat ändern. Ja, eben Gerät halt. Bienen. Das gibt's eine Taste. Ja, dann stell du mal ein und wechsel mal auf Raps. Ey, ganz nett. Wahrscheinlich geht das so nicht. Vielleicht müssen wir Raps reinfüllen, damit du Raps. Nein, nein, nein! Ja, das geht ja in Saat wählen. Geht das nur, wenn sie zu ist? Echt? Okay. Moment mal. Geht nur, wenn sie zu ist. Na ja, dann, okay. Ja, Z. Ja, dann. Saat wählen, genau. So, das mit den Kügelchen da oben. Können wir Sojabohnen legen. Das steht sogar jetzt oben. Raps. Warum das mit den Kühlchen, das wollen wir ja nicht. Das ist ja Raps. Ich hätte gerne die Pflanze. Bei Raps, also das, wenn du mal in die Preise schaust, das nächste bringt ja noch am wenigsten. Wir haben jetzt dann. Was sind die Preise? Wir haben das dritte. Ja, aber das ist doch. Raps, mit den Kügelchen. Ja. Kügelchen, das ist für mich eine Blume. Kügelchen denke ich eher an Gerste. Hör auf zu saufen, Junge. Seh du einfach mal. Bring dich um. Warte jetzt auf der Hauptstraße ab. Kannst du aber wieder aufputzen, Scheiß. Ne. Aber stell das mal vor, damit machst du wirklich die Straße sperren. Weil wir haben jetzt auch wenig in dem Anhänger drin. Da haben wir mit 11 km/h hochzufahren. Da freu dich, wenn er voll ist. Er ist ja voll. Ob er den nochmal auffüllen gegangen ist? Ja.
Okay. Wird ja keine Halbleerfahrt gemacht, oder Dreiviertelfahrt. Wie viel kriegst du überhaupt rein? Nennen, wie du willst, Fahrt. Wie viel hast du drin? 21.000. Das heißt, wir werden jetzt um die 21.000 kriegen? Nee, nicht ganz, gell? Nee, kriegen 770. Wow, das ist ja wohl eine Blamage. Glaube ich. Ja, müssen wir halt damit leben, bringt eh nichts. 793. Das heißt, wenn wir das Feld 10-mal ernten, haben wir den Schlepper wieder ran. Was für Investitionen? Ja, wie, was? Ja, die 250.000 da. Aber wann wieder drin, wenn wir? Ja, 10 Lieferungen fast, oder? Willst du sehen, wie viel du kriegst? 16.663. Ist halt nicht gerade das Grüne vom Mai. Das ist aber schon die Hälfte vom Kredit, den wir aufnehmen mussten für den Mähdrescher. 16.000? Also nee. Nicht die Hälfte, sondern ein Viertel. Ja. Das heißt, wenn wir viermal hinfahren, was wir nicht hinkriegen, weil unser Lager dafür nicht so die Menge hergibt. Weil wir haben nur noch 35.000 drin, also kriegen wir insgesamt noch 24.000 Euro. Ja. Wäre aber eine Halbleerlieferung. Also nicht gerade so rosig unsere Ausbeute, ja. Ja. Ich meine, es wäre die Hälfte. Der ist schon dabei. Komm. Haben wir nicht irgendeinen Nachbar, von dem wir erben könnten, den wir einfach mal so killen oder so? Da will immer noch jemand umbringen. Also, du hast ja Haufen Leute. Bring doch einfach irgendjemand um. Dich? Aber von dir kriege ich nichts. Martina. Ja, die haben eh alle Schulden, dann sieht Alter, vor allem nichts machen, da kann ich nur Schulden erben. Ja, dann bring mich um. Na gut, ich hab auch noch Schulden. Eben, bring mir auch nichts. Du bringst halt meine Eltern um. Die haben auch nur Schulden. Davon? Die haben ja auch nur Schulden. Kann der dann was weiter. Na gut, eigentlich haben sie nur Schulden, da hast du recht. Ja, hallo, ihr habt ein Haus gebaut, da glaubst du, das geht so einfach. Ja, der Kredit ist halt ein bisschen. Ja, die Kreditkosten sind etwas, ja. Eben. Kredite. Wirklich, man kann einfach so ein Haus bauen. Das geht einfach. Ja, geht ja so. Steht das von heute auf morgen auf? Ich baue jetzt ein Haus, kauf mir ein neues Grundstück. Das mache ich mit dem Trinkgeld, was ich so von den Leuten kriege. Um. Das macht man mit dem Trinkgeld, was man so kriegt. Ja, für einfach bei meinen Eltern zu wohnen. Ich zieh jetzt aus. Ich zieh in ein Haus. Ich baue ein Haus. Ich zieh in ein Haus. Das ist ja eigentlich das Ganze. Also nie Mietswohnung. Nee, hab ich nur schlechte Erfahrungen. Ich baue mir selbst ein Haus. Für Hansi 3.5. Hast du ja bei uns gesehen, dass Mietwohnung nur scheiße ist? Naja, da muss man immer ein bisschen ruhig sein und du überhaupt, weil du bist ja überhaupt der ruhigste Mensch auf der Welt, gell? Hey, mit deinem Rumgeschrei. Letztens, wo ich da war, das ging. Ja. Du musstest mich nur dreimal ermahnen. Bim. Ja, aber es war nur dreimal. Und wir waren Ewigkeiten da und wir waren bis in der Nacht um drei damals auch. Ja, stimmt schon. Aber jetzt im Haus kann man ja lauter sein, das ist nicht so schlimm, aber in der Wohnung war es extrem. Ja, wir haben ja Musik aufgedreht und die Nachbarn hat es nicht interessiert. Ja.
Sie haben es wohl ein bisschen gehört, aber ja. Ja, die haben sich nur gefragt, was wir für Musiker haben. Ja. Kein Kommentar. Hab ich heute gehört, die Nachmieterin, die ist so froh mit der Wohnung und alles so perfekt und schön. Ja, aber hast du wenigstens niemanden gefunden? Musst du eigentlich jemanden rankriegen oder ist dir das egal? Nee, da muss ich nicht, das ist egal. Ja, die freut sich. Sind wir die Nachbarn schon ruhig und so. Ja, Totenstille bei der. Wohl so eine Hochstudierte, die ganze Zeit studiert und Ruhe braucht und lernt. Nee, das ist eine 64-Jährige. Also, ich dachte immer, wo du von der erzählt hast, dass die noch recht jung wäre, irgendwie dein Alter halt so. Nee, das ist die ist eine andere Nachbarin, die ja da schon drin wohnt. Aber die ist ja die halbe Zeit eh nicht zu Hause. Das ist geil. Ja, die kann da in der Wohnung jetzt vergammeln dann. Vergammeln? Und dann haben wir ihre Leiche weg. Von der kannst du erben. Weiß ich leider nicht. Na, meinen sie bezieht Rente. Ja, aber die wird wahrscheinlich für die Wohnung drauf gehen. Vielleicht besser als wo sie davor gewohnt hat. Na, die Wohnung ist, ich glaube, günstiger oder teurer, keine Ahnung. Sie hat es mir gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Sie hat es dir gesagt. Du hast es noch nicht geschafft, deine neue Wohnung abzufackeln. Warum soll ich meine neue Wohnung abfackeln? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass sie abfackelt. Nee. Aber ich werde Brandstiften. Nee, der Weg ist für das zu weit. Ich weiß nicht, vielleicht war es Carver. Ach Gott, oh Gott. Der weiß selber, wo er wohnt. Aber vielleicht kommst du ja dann bald mal wieder. Ich war erst letzten Monat da. Ja, du hast ja gesagt, im Februar. Bin ich gerade mal nach Hause gekommen. Echt, Alter, das kommt mir vor, so wie ein halbes Jahr schon. Ja, aber irgendwie ist so eine Normalität da eingekehrt. Ja. Kommt mir echt so vor, als wäre das ein halbes Jahr her, wo du da warst. Ein halbes Jahr ist mal ein Monat, immer noch. Ja, sag ich nur, es kommt mir so vor. Ja. Hi. Und wenn dir das so vorkommt, dann müsste ich ja 6-mal im Jahr kommen. Wäre ja was, oder? Das ist vielleicht ein bisschen, ja. Bisschen übertrieben. Übertrieben? Weil da ein bisschen Quatschspiel ich für alle beleidigen. Wenn man so denkt, vor 11 Monaten haben wir erst mit dem Hausbau angefangen. Ja, oder es ist schon 11 Monate her. Ja, wenn du mal so die Bilder ansiehst, wieder, ey, da denkst du, alter Schwede, das war eine Arbeit. Ich hab, glaube ich, noch nie alle wirklich gesehen. Immer Passagen. Ja. Da haben wir tausende Stritten gezogen. Wir haben so eine alte Zeitung gefunden. Genau, ja. Life Story. Echt arg, da sind wir, ey. Vor allem von diesem ganzen Bau da 4000 Bilder geschossen. Ist ja auch wichtig, damit du weißt, was wo ist. Naja, und einfach. Ich kann, ich glaube, jeden Tag dokumentiert habe ich, ey. 10.000 Bilder am Tag, ey. Heute Tag so. Naja, wenn du jetzt mal umrechnest, die haben 9 Monate gebaut. Das heißt 270 Tage, oder? Ja. So grob.